Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch Duftfreunde, heute bei meinem neuen Video. Es gibt etwas ganz, ganz Wunderbares, was wir einige BookTube und DuftTube-Kolleginnen und ich in den letzten Wochen zusammen erarbeitet haben, denn wir haben eine BookTube-Duft-Collection zusammengestellt, zusammen mit der lieben Doris, die direkt Feuer und Flamme war und im Grunde mit uns zusammen unsere Duft-Collection erstellt hat, gegossen hat, mit uns in die Ideenfindung gegangen ist, in die Namensfindung, wir als Grüppchen uns wirklich wunderbar ausgetauscht haben, dass ein abwechslungsreiches Angebot vorhanden ist und heute ist es soweit, heute sind die Düfte im Shop erhältlich und ihr könnt die komplette BookTube-Duft-Collection kaufen. Ihr könnt jeden Duft einzeln euch besorgen und könnt an unseren Duftkompositionen schnuppern und es sind wirklich wunderbarste Düfte dabei. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich alle anderen, die mitgemacht haben, ich das so toll finde, wo die Idee herkam, der Name herkam, auch die Duftgedanken herkommen, weil ich das so schön fand, sondern weil ich selbst wirklich mega überrascht war, dass selbst Duftrichtungen, die ich sonst nicht ganz so gerne rieche, ich hier wirklich absolut grandios finde. Wir haben hier Handmade Tarts, Melts und ich hab da ja schon immer mal ein bisschen was entdeckt, an manchen geschnuppert, in manchem Tauschpaket war schon mal was dabei. Aber ich habe bisher noch nicht bei Doris bestellt gehabt. Ich kenne den Shop von Doris durch die liebe Sarah Sophie und war total happy, als wir jetzt seit gut einem halben Jahr oder ein bisschen mehr sogar an diesen Düften gebastelt haben und wie jeder so seine Gedanken dazu hatte. Ihr findet in der Infobox alle Booktuberinnen, alle laden heute auch ein Video dazu hoch. Jeder wird euch die Eindrücke zu dem eigenen Duft, aber natürlich auch zu den Düften der anderen erzählen. Wir wollen das ein bisschen koppeln, natürlich auch mit Büchern und ihr findet auch alle Infos zu Doris Shop in der Infobox und auch ihre Facebook-Gruppe. Schaut da unbedingt vorbei und wie gesagt, der Shop ist jetzt geöffnet. Und gleich zu Beginn möchte ich, bevor wir mit dem eigentlichen Video irgendwie dann doch irgendwie mal loslegen, möchte ich sagen, wenn ihr den Kanalnamen von mir oder auch von jeder anderen Booktuberin in die Kommentare schreibt, in das Kommentarfeld bei der Bestellung, bekommt ihr diesen Wachscutter gratis mit dazu. Den finde ich mega, mega praktisch, weil man damit eben auch einfach die Mails oder Tarts oder sogar Motivkerzen schon ausprobiert, wunderbar schneiden, stückeln kann und ich das wirklich super praktisch finde. Man muss kein Küchenmesser irgendwie dazu verwenden, sondern man hat hier diesen wunderbaren Wachscutter, der das wirklich sehr genau macht, sehr scharf macht, aber durch diese Wölbung es auch wirklich einfach schön ist. Also das gibt es gratis mit dazu bei eurer Bestellung, wenn ihr meinen Kanalnamen oder den gefühlt eben auch von allen anderen, wenn ihr das ins Kommentarfeld bei der Bestellung mit eintragt und daran könnt ihr euch dann mit erfreuen. Und erstmal möchte ich euch das Auspacken der Box zeigen, dann kommen so ein bisschen die Duftbeschreibungen, die einzelnen Düfte, wo ich dann eben auch so das interpretierte Buch mit dazu ein bisschen benenne und ich glaube tatsächlich ganz zum Schluss kommt dann mein Duft und ich liebe ihn jetzt schon. Aber starten wir mit dem Auspacken der wunderbaren Box. Ja, hier ist der besagte Wachscutter, den ich wirklich mega praktisch finde. Ich habe damit schon Tarts und eben auch eine Motivkerze schon mal gecuttet, geschnitten und finde ich super praktisch. Vergesst nicht, einen unserer Kanalnamen in die Infobox zu schreiben. Und dann ist hier wirklich wunderschön verpackt. Also es macht richtig Spaß, dieses Papier anzuheben und dann kommt einem schon eine Duftwolke entgegen. Und dann kommen alle Melts in dieser Verpackung zusammen mit den Namen. Das ist jetzt tatsächlich auch schon meiner, den ich in Händen halte. Und so sind jetzt alle hier drin enthalten. Sie waren wunderbar auch eingepackt drumherum mit diesen Papierschnipselchen, die ich jetzt ein bisschen nach unten habe, weil ich natürlich schon an den Düften einfach mal schnuppern musste. Und es war einfach so liebevoll verpackt. Es ist so schön, wie das Doris gemacht hat und wo man auch wirklich so diese Labels sieht und einfach auch diese wunderbare Form. Es gibt runde und es gibt auch eckige. Ein bisschen mit Glitzer zum Beispiel auch. Also ich finde die richtig, richtig schön.
man sieht, mit wie viel Liebe und Leidenschaft hier gearbeitet wird bei der Doris. Und ich finde, das ist echt, auch die Farben so richtig, richtig schön getroffen. Also ich bin direkt begeistert gewesen, als ich dieses Paket geöffnet habe. Und so kommt das Paket dann auch mit euch an. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Düfte an. Und wir haben hier ja eine BookTube Duft Collection. Und ich möchte die einzelnen Düfte, die natürlich von den BookTuberinnen ausgewählt wurden, beziehungsweise zusammengestellt wurde. Also wir durften hier wirklich unsere Wünsche äußern. Wie soll der Duft riechen? In welche Richtung soll es gehen, welches Gefühl wollen wir vielleicht auch ausdrücken, was wollen wir aber nicht und auch so ein bisschen, beim Namen hatten wir im Grunde komplette Freiheiten und es ist wirklich eine richtig schöne, bunte Mischung geworden. Ich werde euch jetzt so ein paar Einzelbilder zu den Düften einblenden, zusammen mit der offiziellen Duftbeschreibung, die sich die liebe Doris hat ausgedacht, die großartig sind. Und danach möchte ich euch dann ein bisschen was über den Duft erzählen, wie ich ihn empfinde und welches Buch da im Grunde für mich auch ein bisschen mit dazugehört. Dragonstream von Litera. In manchen frostigen, geschichtenerfüllten Nächten träumst du von Drachen? Dann würde dieser Duft ein wunderbares Ruhekissen bieten. Auf einer sanft beruhigenden Basis goldenen Ambers und zarter Hölzer schweben Noten reifer Clementine und weißen Tees, sternengleich funkeln weiche Kaschmircreme und schimmernde Vanille, warme Akzente von süßer Birne und Mandarine, von wildem Jasmin, Sandelholz und schmeichelndem Moschus veredeln diesen Duft zu einem entspannenden Traum für imposante Drachen. Und solche, die von ihnen träumen. Ja, der Duft der lieben Ramona ist, es riecht nicht wie ein Drachenfeuer oder Feuer im klassischen Sinne, sondern es ist eher, wir gehen auf eine Fantasiereise. Und es ist tatsächlich eher dieses, man kuschelt sich irgendwo ein, man kommt im Grunde mit dem Buch zu Hause an, man vergisst alles drumherum und das ist tatsächlich dieser Duft. Also dieses Sanfte, dieses auch mit dieser Clementine, die man definitiv rausriecht und dieser Hauch Vanille und so ein paar Hölzer, das ist so ein ganz warmes, weiches, wunderbares Gefühl, wie ich finde. Ich weiß, das klingt total merkwürdig, wie kann ein Duft ein Gefühl machen, aber für mich macht es dieser Duft. Der ist überhaupt nicht unaufgeregt, der ist so richtig schön gefühlt, so im Hintergrund und trotzdem präsent und ich finde den wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und wenn man an Drachen denkt, da könnte man jetzt an Eragon denken, da könnte man natürlich auch an das Lied von Eis und Feuer denken und wo man sonst auch einen kleinen Hobbit hatte, man einen Drachen. Aber ich habe tatsächlich schon an George R. R. Martin gedacht, aber an das Lied des Eisdrachen, was ja eher so eine Kindergeschichte ist, die aber richtig, richtig schön war, die ich sehr genossen habe. Da geht es ja um ein Mädchen, das im Grunde darauf wartet, dass Winter wird und dass die Eisdrachen kommen. Es war eine sehr bezaubernde Geschichte. Und das ist für mich so dieser Duft. Es ist tatsächlich irgendwie für mich ein Winterduft, obwohl, nein, man kann ihn natürlich auch jetzt durchaus düfteln. Aber so diese Vorstellung, man kommt nach Hause, es ist kalt draußen, verschneit draußen und wahrscheinlich tatsächlich der Eisdrache unterwegs. Und man kommt in den Raum und man schnuppert das und man kann mit der Fantasie davonreißen. Und das hat für mich A Dragon's Dreams absolut erfüllt. Ich finde den Duft wirklich großartig. Sehr, sehr gelungen auch. Ihr habt schon das Melt gesehen. Richtig, richtig schön gezaubert. Und es hat auch so diese Reine und ein ganz, ganz toller Duft, von dem es auf jeden Fall ein Backup bei mir geben muss. Joker von What Paddy Loves. Dieser Duft ist ein wahrer Joker und entführt dich in die Welten seiner sowohl betörenden als auch unberechenbar vielschichtigen Persönlichkeit. Reichhaltige, butterige Vanillecreme umfängt zuckrig süße Brisen von Aprikose. Diese luxuriöse Kombination köstlicher Komponenten wird veredelt durch einen wohldosierten Schuss kräftigen Kentucky Bourbons. Mit diesem besonderen Joker kannst du nur gewinnen. Dieser opulente Traumduft wird dir alle Facetten seines Wesens präsentieren. Der Duft von Paddy war relativ schnell gefunden. Sie wusste genau, was sie will und sie wusste auch, wie er heißen soll, denn er heißt ja Joker. Und das ist auch ein Duft, von dem ich total überrascht war, dass er mir gefallen wird. Ich bin ja gar nicht so der große Vanille-Duft-Fan, aber man hat hier diesen Hauch von
ja, dieser reichhaltigen Vanille und diesen Hauch von Pfirsich und dann kommt ja noch der Bourbon dazu. Und das ist eine Mischung, die riecht einfach großartig. Hätte ich tatsächlich gar nicht so erwartet, als ich so die Duftkomposition von Paddy gelesen habe, dachte, interessante Mischung, wo geht das hin und könnte das was sein? Und ich muss aber echt sagen, dass das wirklich ganz, ganz toll ist. Es ist sehr aufregend, es hat so ein bisschen Spannung im Duft, er ist total tief, schichtig und gründig. Ich finde, das sind alle Düfte tatsächlich von Doris. Man hat das Gefühl, umso öfter man riecht, umso anders riecht er. Und ich bin jetzt natürlich im Nachgang dann auch gespannt, wie die dann auch warm riechen werden. Und ich war hier total überrascht, wie wirklich so dieser Pfirsich, dieses Vanillige und dann kommt dieses Rauchige, etwas Alkoholische dazu. Ohne, dass es riecht wie Alkohol zum Beispiel im Make-up oder ne? Sondern wirklich so dieses Reife und trotzdem so Präsente und... Ah, das ist echt der Hammer. Dazu dieser wunderbar graue Melt, den ich perfekt finde. Und ja, bei Joker denkt man natürlich erstmal irgendwie an Batman, gar keine Frage. Allerdings ja, habe ich, glaube ich, tatsächlich noch gar keinen Batman-Comic oder ähnliches gelesen. Deswegen habe ich tatsächlich eher, als es um den Joker ging, daran gedacht, welches Buch so ein Joker ist, wenn es darum geht, sich vielleicht aus irgendeiner komischen Laune herauszuziehen. Und da musste ich einfach direkt an Highlight denken aus 2017, was mir immer noch sehr präsent im Kopf ist, und zwar Herzensräuber von Beate Rügiat. Ein Buch, das ich auch schon bestimmt 5-6 Mal verschenkt habe, immer wieder empfehle. Und das ist für mich so das Joker-Buch, wenn ich denke, ich möchte jemand irgendwie eine schöne Zeit machen, eine gute Zeit machen. Dieser Hund, der ja im Antiquariat ja, mit seinem Herrchen sozusagen arbeitet und der immer genau weiß, was die Menschen für ein Buch gerade brauchen und sozusagen der Buchjoker sind. Und ja, dieser Duft, nicht, dass er jetzt nach Hund riecht, das möchte ich nicht sagen, aber ach, das ist einfach so, ja, ne, also... Er ist ganz, ganz toll. Ein ganz spezieller Duft, wo ich wirklich überrascht bin, dass er so geworden ist, weil ich mir tatsächlich unter den einzelnen Komponenten gar nicht so viel vorstellen kann. Und er ist auch optisch wirklich sehr, sehr gelungen und duftet wirklich ganz wunderbar. Laguna Breeze von Zwischen 1000 Zeilen. Genieße Träume von Freiheit und vollkommener Entspannung an einem Sehnsuchtsort. Träume dich an den Strand einer einsamen Lagune, wo dich eine sanfte, warme Brise mit Noten von Strandhölzern und Vanille, von edler Zeder, Moos und Eukalyptus umweht. Du riechst das Wasser in all seiner Klarheit. Limone, Grapefruit und Aprikosennektar bringen erfrischende Süße und im Zusammenspiel mit Nuancen von wärmendem Patchouli, indonesischem Amber und sanften Moschus wird dieser Duft zu deinem ganz persönlichen Sommertraum. Die liebe Ruth hat sich einen Duft herausgesucht bzw. Duftkomponenten zusammenstellen lassen, die sie an Sommer, an Frische, an das Meer und an eine Meeresbrise erinnert. Und allein die Farbe des Melts ist großes, großes Kino. Ihr habt es schon gesehen. Und ich rieche hier wirklich Meer. Ich rieche hier Freiheit, Urlaub und einfach. Ich öffne das Fenster, den Balkon morgens und man riecht diese frische Brise. Es fehlt so ein bisschen die Wärme, sag ich mal. Oftmals riecht es ja sehr penetrant auch nach Hitze, nach irgendwie einfach heiß. Das ist hier tatsächlich nicht. Es ist hier richtig frisch. Es ist sehr angenehm. Es ist definitiv ein frischer Duft. Und er hat aber gar nichts von frischer Wäsche oder ähnlichem, gar nicht. Er ist sehr dezent frisch. Ich finde das wirklich sehr, sehr gelungen. Auch ein Duft, wo ich dachte, ach, frische Düfte sind nicht so deins. Aber hier kriege ich tatsächlich gefühlt gar nicht genug von diesem Duft. Ich finde den richtig, richtig toll, weil er dieses Gefühl von Sonne, Strand und Meer und einem Spaziergang bei tosendem Meer irgendwie verkörpert. Und man riecht so ein bisschen, ja, das Moos, auch diesen Eukalyptus, man hat diese Frische von Grapefruit, so ein Hauch Vanille, der das abrundet. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht tatsächlich entweder das Patchouli oder der Moschus ist, da ist dieses ganz Spezielle drin. Also ganz, ganz großartig. Und ich bin hier wirklich total fasziniert, wie diese ganzen Duftkomponenten im Kopf mit einem machen. Es ist wirklich verrückt. Also, dass man wirklich duftet und man hat ein Gefühl in sich. Und das ist total faszinierend. Also, das muss ich echt sagen.
Ja, als ich natürlich über Strand nachdachte, kamen einige Bücher in Erinnerung, die ich am Meer gelesen habe, die ich am Strand gelesen habe. Aber dann eben, wo ich doch dachte, ja, es sollte so ein bisschen eine raue See sein. Vielleicht irgendwas, was an der Nordsee oder Ostsee spielt und so ein bisschen auch das Leben durcheinander würfelt. Und da ist mir von Maike Werkmeister ihr Roman aus dem letzten Jahr eingefallen. Sterne sieht man nur im Dunkeln. Weil hier haben wir ja eine spezielle Frauenfreundschaftsgeschichte, die ich gar nicht erwartet habe, weil die Protagonistin reist zurück in ihr Heimatdorf und das ist eben irgendwo auf einer Nordseeinsel, fragt mich nicht mehr genau welche, und dort trifft sie ihre ehemalig beste Freundin und irgendwas hat sie damals voneinander entfernt und ich war so überrascht, weil ich tatsächlich was ganz anderes erwartet hatte und war so überrascht, dass es diese freundschaftliche Geschichte zwischen zwei Frauen ist. Und ich bin auch schon mega gespannt auf das jetzt erschienene Buch von Maike Werkmeister und werde das auf jeden Fall auch demnächst hören. Und ich bin hier wirklich hin und weg. Ein ganz, ganz toller Duft. Und der mir eben auch so dieses, so ein bisschen freundschaftliche eher dieses Gefühl sozusagen vermittelt, als vielleicht tatsächlich eine Liebesgeschichte. Und es gibt viele Geschichten, die am Meer spielen, die ich auch liebe. Und Ruth hat hier einen ganz, ganz tollen Duft zusammengestellt und Doris ihn erstellt. Ich bin wirklich totaler Fan von den Düften. My Book Boyfriend von Beck's Book World. Du liebst die Welt der Bücher, du liebst es, dich in fremden Welten entführen zu lassen, in Träume von Freiheit und Abenteuer. Mit diesem Book Boyfriend entdeckst du Aromen von edlen Hölzern und zitrischen Nuancen. Vanille rundet die Kombination wunderbar ab, um dann mit eleganter Zeder, einer spurfrischen Minze und krautigem Lavendel ihren Abschluss zu finden. Zarte Orangenblüte und Sandelholz perfektionieren diesen aufregenden Duft und machen diesen Book Boyfriend zu einem verlässlichen Reisepartner für alle kommenden Abenteuer. Und dann kennen wir Booknerds wohl alle auch unseren, My Book Boyfriend. Ich glaube, jeder von uns hat in irgendwelchen Büchern tolle Typen und auch natürlich tolle Mädels, die man gerne mal daten würde. Und die liebe Becky hat genau sich diesen Duft ihres Book Boyfriends erschaffen. Und ich war beim ersten Schnuppern so hin und weg. Es war echt irre. Ich bin sonst gar nicht auch dieser Typ von herberen Raumdüften, beziehungsweise wenn eben ein Duft tatsächlich so ein bisschen mehr männlich riecht, wer auch immer definiert, was das ist. Aber der Duft, der hat es in sich. Und mein ewiger Book Boyfriend wird ja definitiv Aragorn sein. Alleine wenn der am Feuer sitzt, im Gasthof zum tänzelnden Pony und nur die Augen im Fuß. War meine erste Bücher-Großliebe. Und hier musste ich aber tatsächlich ein bisschen noch wilder sein, noch wilder denken als Aragorn. Denn wir haben hier so eine tolle Mischung. Also dieses Vanille, ein bisschen was Zitrisches ist drin. Dann natürlich diese typisch etwas herberen, männlicheren Hölzer. Und darunter kommt noch so ein bisschen dieses Sandelholz, riecht man, finde ich, ganz besonders hervor. Und es ist so ein ganz aufregender Duft. Und für mich eine ganz, das ist echt eine, wirklich, ich verwende dieses Wort sehr ungern, das ist eine sehr geile Kombination. Hätte ich nie erwartet, als Becky die Duftkomponenten reingeschrieben hat, dachte ich, das wird so herb und geht so in eine Richtung, die du eigentlich nicht magst. Und dann habe ich an dem geschnuppert und dachte, selten so etwas Geiles gerochen. Also genauso könnte mein Book Boyfriend schnuppern. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht glaube, dass Geralt von Riva aus der Hexersaga, der ist ja mein aktueller Boyfriend, seit November, Dezember begleitet er mich ja so immer mal wieder in der Hexersaga und auch in den Vorgeschichten und auch in der Serie gespielt von Henry Cavill. Ich glaube nicht, dass Geralt so lecker duftet. Wobei, wenn er gerade aus dem Bad, aus diesem Bottich aussteigt, es ist großes Kino. Also es ist echt ein Duft, in den ich mich legen könnte. Ich hätte das nie erwartet. Das ist echt verrückt, wenn man sonst Duftbeschreibungen liest und denkt sich, das würde in die Richtung gehen, gehe ich nicht. Vielleicht muss man es tatsächlich immer mal wieder probieren, weil der ist hier echt, es ist großes Kino, es ist so ein geiler Duft. Und mein Geralt von Riva verfolgt mich, begleitet mich seit Ende letzten Jahres und mir fehlt jetzt noch ein Band und der dritte Kurzgeschichtenband von Sapkowski, dann bin ich durch. Und irgendwie wollte ich eigentlich schon im Mai damit durch sein, aber ich wollte das Ende irgendwie noch so ein bisschen hinauszögern.
wie das manchmal so ist. Für mich aber tatsächlich nach Aragorn, den ich ja wirklich im Herrn der Ringe abgöttisch liebe und der auch meine erste richtig große Bücherliebe war, tatsächlich jetzt Geralt von Riva, so ein Typ mit seinem sehr kantigen Dasein, mit seiner etwas stoischen Art, mit seinem Humor, den er hat, mit seinem, ach, wenn er dann hier rumstößt, vor lauter Genervtheit, ach, das ist großartig. Und auch wenn der Duft tatsächlich wahrscheinlich nicht zu Geralt von Riva passt, ist das mein Bookboyfriend und ich finde, Becky hat hier ja zusammen mit Doris natürlich einen ganz, ganz wunderbaren Duft geschaffen und ach, ich finde den wirklich großes, großes Kino. Spicy Bakery von Melanie Liest. Was backt denn da Gutes im Ofen? Ein klassischer und dekadenter Schokoladenkuchen duftet nach Nüssen und cremiger französischer Vanille. Sanfte Brisen von Muskat, Zimt und Nelke erinnern an den Lieblingskuchen des Bäckers um die Ecke. Lass dir diese Köstlichkeit nicht entgehen. Läuft dir nicht schon das Wasser im Munde zusammen? Dann wird es ein bisschen naschig, denn wir kommen in die Spicy Bakery von der lieben Mel. Und allein, als sie noch in der Gruppe anfangs geschrieben hat, was sie möchte, und dann kam ganz viel, aber so soll es nicht riechen und den Touch bitte auch nicht und nicht zu weihnachtlich. Und da musste ich damals so schmunzeln und dachte, es wird nicht einfach, aber es ist absolut gelungen. Also es duftet einfach großartig. Also es ist wirklich, wie man es sich bei einem, ja, an einem Backtag vorstellt. Es hat nichts Weihnachtliches, es hat unglaublich viel Schokoladenkuchen. Es hat genau diesen Moment irgendwie, wenn man, ach, wenn all diese Kompositionen in der Schüssel sind und gebacken werden und wir haben ein bisschen Vanille, es kommt dieses Muskat durch, man riecht ein bisschen Zimt und ich glaube auch so ein bisschen Nelke ist drin. Allerdings eben überhaupt nicht weihnachtlich, was Mel auf jeden Fall sehr wichtig war. Und es ist auch großes Kino. Also ich bin ja ein Food- und Spice-Mädchen, definitiv. Was man dann an meinem eigenen Duft auch merken wird. Und es ist hier, es ist, also wie es auch in der Duftbeschreibung heißt, es läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Man würde am liebsten wirklich reinbeißen. Es ist schokoladig und das ist so, es riecht wirklich wie wenn Kuchen gerade im Ofen fertig ist und man dann reinbeißt, noch wenn er warm ist und in so einem guten Schoko, wenn da innen noch so der Schokoladenkern fließt. Und ich bin total verliebt und es ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Duft. Also wirklich der Wahnsinn. Und auch hier riecht man jedes Mal was anderes, was Neues, es ist so wunderbar geschichtet. Zudem hat auch Doris erzählt, die Düfte werden ja immer intensiver, wenn das Öl sich dann wirklich setzen kann und ein bisschen tiefer ist. Das heißt, umso älter die Melts werden, wobei man soll jetzt, glaube ich, keine 3 Jahre warten, aber umso intensiver werden sie dann auch warm. Ich bin so gespannt, wie die jetzt alle warm duften. Echt großes, großes Kino. Ja, bei Bäckerei habe ich tatsächlich gefühlt ziemlich als erstes an die kleine Bäckerei am Strandweg gedacht von Jenny Colgan, glaube ich, ja. Und das habe ich ja vor 3-4 Jahren gehört, habe auch den zweiten Teil dazu gehört und letztes Jahr Winter eben auch den dritten Teil. Und wir haben hier eben eine kleine Bäckerei, die am Strandweg ist und in der nicht alles so gut läuft, aber das Backen und Kochen funktioniert eben ganz toll und ich glaube, die Kombination von Schokokuchen und einer Aussicht aufs Meer, ich kriege tatsächlich Hunger. Also es riecht unfassbar gut, ist sehr, sehr lecker und wirklich so authentisch, wie es nur eigentlich das Leben sein kann. Und ich finde das wirklich großartig. Also ein ganz, ganz toller Duft und den ich sehr, sehr liebe. Lady Greensleeves von Sarah Sophie. Die unwiderstehliche Lady entführt dich in die grünen Weiten irischer Freiheit. Eine wunderschön zarte Synthese von wilder Rose und edlen Hölzern, einem Hauch von Jasmin, Sandelholz, Apater-Vanille und milden Zitrusnuancen. Hinreißende Noten von süßem Zucker setzen gemeinsam mit unwiderstehlichen Maiglöckchen und sanften Moschus einen aufregenden Kontrapunkt zu Spuren frischer Minze und Nadelbäumen. Diese herrliche Komposition wird dich in ihrer Vielschichtigkeit und Eleganz begeistern. Eine Lady, in die du dich verlieben wirst. Dann kommen wir zum Duft von der lieben Sarah Sophie, Lady Greensleeves. Und
Das war also total cool, auch ja, wie dieses Grün des Melz ist. Ihr habt es schon im Vorspieler sozusagen jetzt gesehen. Und ich, ja, als hier die Duftbeschreibung auch so im Chat drin war, dachte ich auch, naja, es riecht nach etwas Frischem und irgendwie natürlich durch die Rose auch sehr blumig. Ob das was ist, Steffi? Ich bin nicht der größte Rosenduft-Fan, wenn es um Tarts oder Melz geht. Ich liebe echte Rosen, aber... Und dann mache ich den hier auf und denke, ja, die Farbe ist schon sehr cool. Und mache den auf und denke, das ist ja geil. Ich hätte nie gedacht, also dass Rose so echt riechen kann, zusammen mit so Hölzern, die man raus hat. Das ist der Hauch Sandelholz. Man riecht definitiv Jasmin und ich liebe den Duft von Jasmin. Und dann hat man so ein bisschen was Zitrisches und das rundet so ein bisschen Vanille irgendwie ab. Also es ist richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, der Hauch Minze... Der kommt definitiv auch durch, weil der die Nase so gefühlt ein bisschen frei macht. Das ist eine wahnsinnige, ja, wie es tatsächlich heißt, elegante Mischung. Und es riecht einfach großartig. Also das riecht auch so richtig schön, ja, irisch und nach dieser Freiheit und diesem Gefühl. Und es hat etwas ganz Bezauberndes. Also es ist so, es zaubert einem so ein Lächeln ins Gesicht. Ja, weil der so schön ist. Der ist so perfekt. Also... Ein großartiger Duft und ja, wenn wir bei Irland sind, habe ich relativ schnell an die Leuchtturmreihe von Kira Moon gedacht, die ja im letzten Jahr begonnen hat, die mich total überrascht geflasht hat, und zwar Show Me the Stars. Hier gehen wir ja im ersten Teil auf eine irische Insel und dort bewacht unsere Protagonistin einen Leuchtturm und verbringt aber auch Zeit eben auf dem Festland. Und um das Festland, um zwei Frauen dann dort, dreht sich dann Band 2 und 3. Und ich habe den ersten Teil super schön gefunden. Das war für mich wirklich Highlight letztes Jahr. Der zweite Teil war dann okay und der dritte hat mich dann wieder begeistern können. Und ich... ich finde den Duft perfekt. Also man riecht diese Frische, dieses Abenteuer, diese Freiheit, dann aber so diese elegante Blumennote darin mit Vanillehölzern. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Also ein wunderbarer Duft, auf dem ich, wie auf alle anderen, wirklich gespannt bin, wie die warm duften. Und ich finde auch wirklich so diese Meltfarbe richtig, richtig schön. Und also wirklich auch hier großes Duftkino, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Highland Cottage von Vilja. Greif zu deinem Lieblingsbuch und such dir ein Plätzchen unter dieser warmen Duftkuscheldecke, die in einem urigen Cottage fernab in den einsamen Highlands auf dich wartet. Es ist an der Zeit zu relaxen, zur Ruhe zu kommen. Kaschmir und sanft trockene Holznoten bilden die Basis für frische Zeder, subtile Jasminnoten und sanfte Vanille. Rustikale Komponenten von Patchouli, Moos und Leder vereinen sich harmonisch mit den Tiefen des Ambers und der Reinheit des holzigen Moschus. Ein unvergleichlicher Duft, der die sanften und ruhigen Stunden des Tages begleitet und dir unverzichtbar werden wird. Dann kommen wir zum vorletzten Duft, aber zum letzten Duft sozusagen der anderen Mädels, und zwar Highland Cottage. Und wer auf dem Kanal von Vilja unterwegs ist, die weiß, dass sie eine große, große Liebe an der Outlander-Reihe hat von Diana Gabaldon, dass sie die Serie feiert, dass sie die Bücher weggesuchtet hat, dass sie da wirklich ihre Liebe für dieses Land entdeckt hat. Und der Duft ist einfach... großartig. Also wir haben hier dieses klassische Kaschmir, wir haben Vanille, wir haben ein bisschen Holz, wir haben ein bisschen Zeder. Ach, es hat so ein bisschen was Moosiges und Moschusmäßiges. Es ist richtig, richtig toll. Also es riecht wirklich wie wenn man irgendwo in der Ferne in so einem Holzhäuslein ist, einen ganz tollen Platz hat, ein Feuer brennt und man hat so eine Kuschelecke und ja, und man ist fernab der Highlands und für mich riecht das wie Herr der Ringe. Ja, definitiv. Das ist dieser Ort, wenn man wirklich in sein Hobbit-Haus kommt und das Feuer brennt und man sitzt einfach da mit in seinem Ledersessel und liest ein Buch, vielleicht hin und wieder zurück vom Bilbo Beutlin oder eben den Herrn der Ringe von Frodo Beutlin. Und für mich ist das Herr der Ringe. Also das war sofort im Kopf, wo ich daran gerochen habe und dachte... Ja, so wird es im Beutelsend riechen. Oder bevorzugt da natürlich im Haus von Samwise Gamgee, mit dem ich ja dann verheiratet wäre. Aber ich
Also zumindest innen. Also das Auenland und Hobbingen außen anders riecht, nämlich nach frischer Wiese. Das ist ganz, ganz anderer Duft. Aber so dieses, ich komme rein. Und das ist so dieser Moment, wenn Frodo tatsächlich nach Hause kommt und alles richtet oder auch Bilbo ja von seiner Reise heimkommt. Und ich glaube, dass es einen Moment gab, wo es genauso roch. Und wenn man als Gast zu Bilbo oder Frodo gekommen ist, dass es genauso geschnuppert hat. Es war unglaublich, diese Assoziation. Und ich finde ihn wirklich mega. Also ein ganz, ganz, ganz toller Duft. Jetzt liegt natürlich das Auenland nicht unbedingt in den Highlands. Aber das passt für mich genauso. Auch die Highlands. Ich kann mir vorstellen, dass das früher diese Mischung war. Dieses etwas herbere durch die Holznoten, durch den Moschus. Und dann kommt aber so dieses Sanfte durch. Eben so ein bisschen dieses Vanille, dieses Kaschmir. Das ist echt, echt verrückt. Ein wahnsinniger Duft. Ah, der mich ja wirklich in eine andere Welt getragen hat. Und immer noch trägt. Und ich finde den wirklich mega. Also ich... ja, also wirklich Hammer. Dazu auch richtig schön in diesem zart rosa und ein bisschen dunkelrosa gegossen. Ein Traum. Also ja, ich bin in all die Düfte, wie sie hier sozusagen sind, abgöttisch verliebt. Und ich glaube die Bestellung. Ja, ich bin sehr gespannt auf die warmen Ergebnisse, wie das nochmal düfteln wird, ob es mich noch mehr umhaut oder, also davon gehe ich fast aus. Oder hat sich zumindest bestätigt fühlt, was man hier kalt düftelt. Und ja, es macht tatsächlich einen Unterschied, finde ich tatsächlich sehr häufig so. Es gibt viele Düfte, die ich kalt so finde, die mich warm total überzeugen, aber natürlich auch umgekehrt. Umso neugieriger bin ich, wie die Düfte von Doris sich jetzt dann auch warm entwickeln. Und jetzt, last but not least, natürlich mein eigener Duft. Und für mich stand relativ schnell klar, nach was dieser Duft schnuppern soll, was er in mir auslösen soll. Und an wem dieser Duft erinnern soll, nämlich tatsächlich an meine großen Lieben aus dem Harry Potter Universum, nämlich an Fred und George Weasley. Deswegen auch der Name Kissed by a Twin, und auch in der Duftbeschreibung hat man es ja schon gehört. Und auch die Duftbeschreibung, die ich gleich vorlese, weil die möchte ich so richtig hier live sozusagen lesen. Und der Duft ist genauso. Er ist besser geworden, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich wollte einen Hauch vom Popcorn, ich wollte das Frische einer Mango und dann sollte noch so eine leckere Kokosnuss dazukommen. Und das war für mich der Inbegriff der Weasley-Zwillinge. Also dieses Süße und ja Fruchtige und gleichzeitig so das Geheimnisvolle. Und ja, es ist für mich ein Weasley-Duft und ich finde den großartig. Also Kissed by a Twin, es ist genauso oder besser geworden, als ich es mir hätte vorstellen können. Es sind genau die Duftkomponenten, die ich super gerne dufte in der Duftlampe und die auch schon versucht habe, mal so irgendwie zusammen zu wursteln, aber es hat natürlich nicht so funktioniert. Aber einfach, lecker und... Ja, lass dich entführen ins Kino zu einem Date mit einem dieser unvergesslichen rothaarigen Zwillingsbrüder, die sich mit ihren Spaß an Schabernack und Witz in dein Herz geschlichen haben. Dieser Kuss eines Zwillings wird dich in dessen unbeschwerte Zauberwelt entführen. Selbstgemachtes Popcorn, warm und leicht buttrig, finde deinen köstlichen Partner in frisch aufgeschnittener Mango, deren reife Süße einen perfekten Genuss garantiert. In Kombination mit cremiger Vanille und gebackener Kokosnuss entwickelt sich dieser Duft zu einem Hochgenuss. Du wirst nicht genug davon bekommen. Und dazu eben auch diese wunderbare Farbe, die ich einfach großartig finde, die natürlich so ein bisschen die Mango repräsentiert und diesen Hauch oben, ja, vielleicht wie Butter. Es ist echt ein Träumchen. Und also wunderschön gegossen, wie ich finde, auch durch die Farbkombination. Man kann natürlich auch das rote Haar der Weasleys so ein bisschen erahnen und es ist perfekter als perfekt. Also es ist echt irre, wie grandios diese Düfte sind und wie wahnsinnig gut gelungen ihr tatsächlich die Düfte sind, mit wenigen Beschreibungen, die man hier irgendwie macht. Was möchte man damit ausdrücken? Was soll rüberkommen? Was stellt man sich vor? Und dass dann da so ein rundes Ergebnis dabei herauskommt, ist echt faszinierend. Und Doris hat das wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also ich bin total verliebt und bin auch so überrascht tatsächlich. Ich bin tatsächlich auch irgendwie so total aufgeregt und nervös und war auch so
beängstigend nervös, oh, was ist, wenn da was dabei ist, was dir nicht gefällt oder was gar nicht so riecht oder was passiert, wenn ja, dir dein eigener Duft nicht gefällt. Das war ja gefühlt so die schlimmste Vorstellung, aber ja, Doris hat es perfekt gemacht. Also es ist eine wahnsinnig tolle Duftkollektion und zu Harry Potter muss ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel sagen, um meiner Liebe zu George und Fred und ja, wie ich diese beiden einfach abgöttisch liebe. Ihren Humor und ihren Witz und ja, ich gehe einfach mit beiden mal ins Kino und dann gucken wir mal. Und oh, ja, also wirklich ganz, ganz toll. Richtig, richtig schöner Duft und wirklich einfach perfekt. Und ja, das hat Doris, hat hier wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Duftkollektion erstellt mit unserem Input und so ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Duft der Zeilen entstanden. Ja, diese BookTube Duft Collection, ich bin so happy, dass ich ein Teil davon sein durfte, dass wir so einen coolen Austausch hatten, dass wir uns auch so ergänzt haben in den Vorstellungen, dass es da keine großen Doppelungen gab, dass es eine schöne Mischung ist eben an Floralen, an frische Düften, aber auch an Food und Spice, dass wir ja hier so wirklich ein buntes Paket haben und ja, dass Doris so offen war für unsere Ideen, die, glaube ich, gar nicht immer so einfach war umzusetzen und ja, sie uns einfach, oder zumindest mich auf jeden Fall, total verzaubert hat und mit einem wunderbaren Paket, tollen Düften und ich bin so happy, wenn der Shop jetzt heute geöffnet hat und ich bestellen kann und ja, bin total gespannt, was da bei mir noch einziehen wird. Ja, ich möchte sie jetzt natürlich alle nacheinander auch warm gedüftelt haben und bin so, so gespannt. Und ja, also großes, großes Kino, was Düfte angeht, definitiv. Und ich bin ja total happy und hoffe auch, dass ihr euch über unseren Duft der Zeilen und unsere BookTube Duft Collection freut, dass ihr ja bei Doris einfach mal vorbeischaut, dass ihr ja einfach ein Gefühl dafür habt, was euch jetzt vielleicht angesprochen hat, dass ihr da einfach mal auch ja, selbstgemachten Duftharzmelz eine Chance gebt. Ich weiß, dass da mancher ja so ein bisschen kritisch ist, aber dass man das einfach mal ausprobiert, denn es sind wirklich wahnsinnig tolle Düfte und das ist wirklich großes Kino, wie ich finde. Und ja, alle Infos, alle Mädels unten in der Infobox. Der Shop von Doris ist verlinkt, ihre Facebook-Gruppe und vergesst nicht, den Kanalnamen ins Kommentarfeld bei der Bestellung zu schreiben, wenn ihr ja, den Wachscutter umsonst mit dazu bekommen wollt. Wirklich mega praktisch, also weil man natürlich nicht so einen ganzen Melt in die Duftlampe packt, sondern das ist natürlich zart, so ein bisschen ja, aufteilen muss, weil sonst ist das ja ratzfatz leer hier, das geht nicht. Also man packt natürlich tatsächlich kein ganzes Tart rein. Also ich würde jetzt vielleicht vierteln oder vielleicht sogar irgendwie sechsteln. Ja, da guckt man dann einfach mal. Oder dann achteln, ich weiß gerade gar nicht. Ja, das wird sich dann zeigen. Ja, also ich bin mega happy und dankbar, dass ich dabei sein durfte, dass ja, wir das im Grunde für euch auch machen konnten, durften, dass Doris so offen war und das zusammen mit uns gemacht hat. Und ja, schaut unbedingt in den Shop vorbei, sucht euch ein paar Lieblingsdüfte aus, die euch ansprechen. Schaut bei den anderen Mädels vorbei, die werden natürlich die Düfte nochmal ganz anders wahrnehmen und auch, was sie bei ihrem eigenen Duft irgendwie ja, dachten. Guckt da einfach mal rein, die Abo-Box könnte jetzt von euch ein bisschen voller heute sein. Erfreut euch an den Videos und schaut dann, wie gesagt, auch im Shop vorbei und bestellt, solange es da ist. Und ich bestelle dann auch mal. Und ja, und ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich auch genug gequasselt, euch alles gezeigt und es ist viel zu lange geworden, aber es ist, glaube ich, gar nicht schlimm. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche der Düfte euch jetzt am meisten anspricht oder gerne auch, welche Duftkompositionen ja in eurem perfekten Duft sozusagen enthalten wären. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren und ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als dass ich euch fürs Zuschauen danke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine duftige Bestellung vielleicht und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.